So, der Christopher, der hat mich letztens gefragt, ob wir ein kleines Gespräch machen können zum Thema, ja, was sind die aktuellen Herausforderungen für Agenturen? Da habe ich gesagt, Christopher, komm doch einfach hier bei uns im Office vorbei. Dann bauen wir die Kamera auf und dann machen wir daraus direkt ein Video, weil, ja, ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Und ich kann jetzt natürlich vor allen Dingen aus Sicht von Marketingagenturen sprechen, Marketingagenturen und Beratungen, das, was wir hier so machen bei Xhour. Und dementsprechend bin ich jetzt gespannt auf deine Fragen. Und ja, wir können komplett die Hosen runterlassen, stell mir alle Fragen, die du mir stellen möchtest. Und ich werde einfach mal ein paar Einblicke geben, wie das hier bei uns in der Firma aktuell so ist und was ich halt denke und auch mitbekomme und sehe in anderen Marketingagenturen und Beratungen, was so aktuell in der wirtschaftlichen Lage etc. ja, die Herausforderungen sind, mit denen Agenturen gerade so zu tun haben. Ja, sehr perfekt, weil du nimmst die Fragen schon vorweg. Sehr gut, ich würde dich dann nämlich auch fragen nach anderen Herausforderungen oder nach den Herausforderungen von anderen in der Branche. Ja, gerne. Hallo von meiner Seite, danke an dich für die Möglichkeit, hier sein zu können. Und mich interessiert einfach nochmal, was ist so aus deiner Sicht, wenn du an deine Agentur denkst, mit deiner Mitarbeiterstruktur, den Herausforderungen, die du am Markt siehst, was sind denn so die größten betriebswirtschaftlichen Herausforderungen? Vielleicht machst du einfach mal eine Liste für dich und dann reden wir weiter, was ist die größte. Ja, ich habe dir so eine Liste an 5 Punkten mitgebracht, die, glaube ich, jetzt gerade vor allen Dingen eben Marketingagenturen als große Herausforderung im Markt so gerade begegnen. Und der erste Punkt ist natürlich, dass die wirtschaftliche Lage da draußen nicht einfacher wird. Ne? Viele Unternehmen, die irgendwie die letzten 10, 20 Jahre eigentlich ausschließlich in guten Zeiten im Aufschwung gelebt haben und dementsprechend auch in Richtung Marketing und Marketingagenturen vielleicht auch Investitionen tätigen konnten, die sich nicht direkt eins zu eins sehr zeitnah in Umsatz oder Profit niederschlägt, dass das sich jetzt eben ändert. Ne? Also die Investitionsbereitschaft ist zurückgegangen, gerade beim Thema Marketing. Viele Unternehmen kürzen Marketingbudgets, Marketingaktivitäten werden runtergefahren, werden auch versucht zu schärfen auf schnellere Ergebnisse, auf stärkere Kapitaleffizienz. Und das ist natürlich was, ja, wo dann auch viele Marketingagenturen jetzt gerade merken, hui, also es ist schwieriger, Kunden zu gewinnen, es ist schwieriger, die Kunden zu halten, wenn nicht sozusagen schnell und möglichst kapitaleffizient auch gute Ergebnisse kommen. Dann gibt es natürlich auch den Effekt, dass immer mehr Menschen jetzt auch wieder auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitnehmer verfügbar sind. Das wiederum führt dazu, dass viele Agenturen, gerade auch im Marketingbereich, die vielleicht in den letzten Jahren auch über das Thema Recruiting, Mitarbeitergewinnung gewachsen sind und große Erfolge hatten, dass das Thema jetzt gerade weniger wichtig wird. Und auf der anderen Seite das Thema Neukundengewinnung, Lead-Generierung wieder relevanter und sogar viel dringender wird. Also wir hatten jetzt heute erst ein Gespräch mit einem Interessenten, der sich bei uns gemeldet hat. Und der hat uns auch knallhart dann gesagt so, hey, also das Thema Kundengewinnung, Lead-Generierung, das ist jetzt hier so relevant bei uns, dass wenn wir es nicht hinbekommen, bis Ende des Jahres die Pipeline mit einem bestimmten Wert zu füllen, dass wir dann den Laden dicht machen müssen. Das war ein relativ großes mittelständisches Unternehmen. Und das ist halt was, ne? Also ich glaube jetzt sowohl auf der Kundenseite der Agenturen gibt es wirklich eine raue See. Und damit dann aber auch auf der Seite der Agenturen, also der Anbieter selbst, wo sich vielleicht sogar die Spreu vom Weizen trennt und wahrscheinlich nicht alle Agenturen auch das überleben werden. Ja, also es wirkt alles ein bisschen wie eine Konsolidierungsphase. Ja, kann man das so sagen? Ja, würde ich so sagen. Ja. Ne, natürlich die letzten Jahre auch in Corona etc. auch viele Unternehmen noch als so eine Art Zombie-Unternehmen am Leben erhalten worden durch staatliche Gelder, Gelddrucken ohne Ende. Kostet es, was es wolle, hat man gesagt. Genau, ja. Jetzt kostet es, ja. Jetzt laufen natürlich diese ganzen Dinge alle aus und müssen teilweise auch zurückgezahlt werden. Ja, und dementsprechend wird es eben nicht angenehmer, glaube ich, diesen Markt. Das heißt, du siehst einerseits die Umsatzseite ganz klar, wo einfach Budgets kleiner werden, effizienter, es wird einfach genauer geschaut. Ja? Mhm. Kann man das so sagen? Kann man sagen. Ja. Also das ist ja, das wäre ja sogar noch, auch finde ich ja sehr vernünftig, zu gucken, okay, wie können wir jetzt nicht nur irgendwie, wenn wir eine Marketingagentur beauftragen, nicht nur irgendwie bunte Bildchen-Marketing machen? Wie können wir dafür sorgen, dass es jetzt nicht nur
Demand Generation ist, wie man da draußen im Agenturen, B2B-Marketing-Agenturen Markt aktuell viel sagt, sondern auch wirklich knallharte Lead Generation, knallhart auf Umsatz und Pipeline einzahlt mit dem Marketing. Darauf mehr zu achten, das finde ich auch einen sehr vernünftigen Ansatz. Was allerdings natürlich viele Unternehmen machen, was ich sehr unvernünftig dann geradezu gefährlich finde, ist, dass sie, obwohl sie jetzt gerade Probleme haben, ihre Pipeline mit Verkaufsgelegenheiten und Kundenanfragen zu füllen, dass eine der ersten Dinge, wo man halt relativ schnell sagen kann, okay, da sparen wir jetzt ein, ist halt das Marketingbudget. Einfach sagen, okay, wir streichen jetzt Marketingaktivitäten so. Ohne Sinn und Verstand drüber nachzudenken. Ja. Und das ist natürlich was, da würde ich natürlich sagen, hey, Vorsicht, genau jetzt ist es ja gerade umso wichtiger, die Pipeline weiter zu füllen, sichtbar bei den Kunden zu bleiben, den Kunden zu zeigen, wie ihr ihnen helfen könnt, ja, um damit dann eben auch für Umsatz und Pipeline zu sorgen. Ja. Ne? Also gerade in Zeiten, wo es schwieriger ist, das wirkt ein bisschen kontraintuitiv, aber ist es wichtig zu investieren, nicht? Also 1000%. Ich habe das Gefühl, ich habe weniger Geld und soll mehr investieren. Aber genau das ist die Zeit, das ist wie im Aktienmarkt. Ganz genau. Und es ist halt wohl auch eine makroökonomische Entwicklung, da kannst du jetzt als Einzelagentur nicht viel machen, außer, wie du sagst, dranbleiben, zielorientiert agieren, effizient agieren und regelmäßig deine Kosten und Umsätze im Blick behalten. Womit wir vielleicht eh auch beim Thema sind, wenn du jetzt aus diesen Herausforderungen, die du genannt hast, eine auswählen müsstest, welche ist deine, für dein Unternehmen jetzt gesehen, die größte, mit der du umzugehen hast? Ja, also wir haben jetzt, insbesondere bei Xhauer, haben wir Ende 2023, Anfang 2024, haben wir eine sehr starke Nachfrage erlebt, wo sich unsere Kundenanfragen-Pipeline sozusagen sehr gut gefüllt hat. Und dann plötzlich, so ab Februar, März und jetzt bis in den April rein, ist das deutlich abgeflacht. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das so? An welchem Schräubchen haben wir gedreht? Ich habe versucht, alles nachzuvollziehen. Was haben wir verändert? Was haben wir im Marketing verändert? Was haben wir im Sales-Prozess verändert? Was haben wir an welcher Stelle vielleicht an der Kommunikation verändert? Woran kann das gelegen haben, dass die Inbound-Kundenanfragen zum Beispiel bei uns auch signifikant zurückgegangen sind im Vergleich zu Ende 23, Anfang 24? Und ich habe sozusagen den Bug bei uns intern noch nicht ganz genau identifizieren können. Es waren ein paar Dinge, die wir bei uns in der Marketingkommunikation zum Beispiel angepasst haben, ein Tick andere Zielgruppen im Targeting mit hinzugefügt und so weiter. Aber ich habe dann auch mich bei anderen sozusagen umgehört und habe dann auch erfahren, dass auch andere sozusagen den gleichen Effekt feststellen konnten. Das heißt, vielleicht liegt es gar nicht daran, dass wir hier irgendein besonderes Stellschräubchen bei uns gedreht haben oder irgendeinen Bug eingebaut haben, sondern dass das gerade so die Marktlage einfach ist. Ja, das ist einfach die makroökonomische Entwicklung eventuell. Genau. Jetzt seit Mitte April ist es bei uns so, dass die Nachfrage, die Pipeline sich wieder deutlich stärker füllt. Wir haben dann eben ein paar Sachen angepasst. Also wir haben nochmal unsere Marketingkommunikation stärker geschärft. Dadurch haben wir jetzt bei uns in der Lead-Generierung wieder mehr Lead-Inflow zu einem günstigeren, also kapitaleffizienteren Preis. Und wir haben auch unseren Sales-Prozess nochmal komplett auf links gedreht und da sozusagen unseren Marketing-Funnel auch durch die Sales-Prozesse jetzt wieder weiter verfeinert. Das heißt, da sehe ich jetzt gerade so seit 2-3 Wochen, dass es sozusagen wieder mich eher an Anfang, so Ende 23, Anfang 24 erinnert. Aber dazwischen dachte ich echt so, was ist da los? Ja, verstehe. Und wie war das vor 23, 24, also wenn du es vergleichst, diesen Abfall, den du danach hattest, im Februar, März hast du gesagt, das ist ja im Vergleich zu der Hochphase davor abgefallen. Und wie war es davor? Da war es spannenderweise so, dass wir letztes Jahr 2023, genau um diese Zeit, um März rum, wo es jetzt dieses Jahr weniger wurde, hatten wir letztes Jahr im März sozusagen den höchsten Nachfragepeak, wo wir dann auch zum Beispiel so ab April, Mai
komplett ausgebucht waren und gar keine neuen Kunden mehr aufnehmen konnten und eine Warteliste hatten. Mhm. Ja, und dementsprechend hatte ich natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, wo ich dachte, okay, wenn das jetzt 2024 im Prinzip schon mit so einem Push losgeht, okay, wie soll es dann erst im März 2024 sein? Ja. Aber es hat sich dann so halt nicht, in die andere Richtung, hat sich dann so halt nicht wiederholt. Genau. Das Leben ist eine Sinuskurve. Genau. Runter. Ja, genau. Okay, und wenn ich jetzt, um wieder ganz konkret aufs Thema Controlling, das ich eingangs erwähnt habe, zu kommen, wenn du jetzt siehst, dass bei dir die Umsätze gehen zurück oder die Anfragen gehen zurück, das heißt Umsatzrückgang, die Kostenstruktur bleibt wohl aber gleich, weil du hast ja deine Mitarbeiter, die kannst du nicht so einfach reduzieren, diese Kosten. Wie gehst du dann als Geschäftsführer damit um? Was denkst du, ist wichtig in so einem Moment zu tun? Ja, einerseits ist natürlich wichtig, dass man ein gewisses Cash-Polster sich vorher aufgebaut hat, um diese Zeiten überbrücken zu können, kombiniert mit der Zuversicht, der Confidence, dass sie auch überbrückt werden. Ja. Ne? Das ist dann natürlich auch ein psychischer Faktor, der damit spielt. Also ich versuche dann in solchen Situationen in der Grundspannung zu bleiben und jetzt sozusagen nicht bei mir selbst innerlich und damit dann auch äußerlich Richtung Team und so in die Über- oder in die Unterspannung zu geraten, sondern ich habe solche Phasen nun ja in meinen letzten 12 Jahren Unternehmertum und verschiedenste Unternehmen häufiger erlebt und weiß eigentlich aus der Erfahrung heraus, yo, das geht vorüber und es sind im Prinzip Sinuskurven. Das heißt, in so einem Moment versuche ich dann genau das auch hinzubekommen, aus dem Cash-Polster, welches wir uns aufgebaut haben, und auch aus der Profitabilität, die weiterhin besteht, nur dann eben vielleicht nicht mehr auf 30% Umsatzrendite oder Marge, sondern eben dann vielleicht nur noch auf 20 oder so. Das ist ja noch okay. Was noch okay ist, aber trotzdem, also wir versuchen hier schon immer mindestens auf 30% zu fahren. Ist das ein Branchenindikator aus deiner Sicht? Also eine Branchenkennzahl, die relevant ist, auch für andere Agenturen? Ich glaube, die 30% versuchen schon, das ist schon so bei vielen so im Kopf drin, dass sie die knacken wollen. Ich glaube allerdings, die meisten knacken sie wahrscheinlich nicht so in dem Umfang. Zumindest die als Done-For-You-Agenturen unterwegs sind, also wo sie wirklich mit natürlich dann auch einer großen Mitarbeitermannschaft für ihre Kunden Dinge erarbeiten. Mhm. Weil das natürlich immer mit hohen Personalkosten einhergeht. Dienstleister halt, ja. Genau. Ja. Und einer vergleichsweise geringen Skalierbarkeit. Du kannst halt vor allen Dingen am allerstärksten nur über weiteres Personal skalieren. Für die Agenturen, die skalierbarere Produkte haben, die dann auch in Richtung Beratung, Coaching, Consulting gehen, das, was wir bei uns auch mit dabei haben, da ist natürlich sozusagen die Skalierbarkeit deutlich höher und da ist auch natürlich die Marge dann viel höher, ja, weil das dann deutlich skalierbarere Produkte sind, wo man mit weniger Personen, gerade wenn man ein Productized Consulting macht, so wie wir das zum Beispiel machen, mit weniger Personen natürlich viel mehr Kunden bedienen kann. Mhm. Also ne, dieser Done-With-You-Ansatz. Ne? Bei uns ist zum Beispiel auch so, wir haben einerseits bei uns den Done-For-You-Agentur-Ansatz, wo wir Unternehmen eben als Agentur helfen und das B2B-Marketing, das Growth-Marketing für sie machen, als eine Art Marketing-Team as a Service. Mhm. Und wir haben eben auch bei uns im Productized Consulting, Done-With-You nennen wir das dann, Unternehmen, wo wir deren interne Marketing-Teams trainieren, consulten, sie begleiten, Mentor, Coach für sie sind, sodass sie dann diese Kompetenzen in-house aufbauen können. Und das ist natürlich deutlich skalierbarer. Inwiefern, das versuche ich gerade noch zu verstehen, weil du hast ja auch Menschen, die mit Menschen sprechen und oder verrechnest du dann nach Stunde oder Pauschale, wie legst du das an? Weil du hast ja kein Produkt, also kein haptisches Produkt oder auch ein Softwareprodukt, das du verkaufst und dementsprechend skalierbar wäre, sondern auch dort verkaufst du ja, wenn man so will, unter Anführungszeichen Menschen oder die Leistung, die Menschen erbringen. Ja. Inwiefern ist das skalierbarer? Kannst du das noch kurz erklären? Der Ansatz ist schon, einen sogenannten Productized Service / Productized Consulting anzubieten. Und da wird auch dann nicht Zeit gegen Geld abgerechnet. Also nicht jetzt irgendwie auf Stunden- oder Tagesbasis oder so, sondern es wird wirklich anhand fester Leistungspakete pauschal abgerechnet. Verstehe. Ne? Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass unsere Kunden im Done With You, in der Beratung, im Training, die zahlen einfach pro Monat einen fixen Betrag
Und dann gibt es eben verschiedene Leistungsbausteine, die Sie damit einkaufen, mit Hilfe derer wir Sie dann eben an die Hand nehmen, begleiten, Ihr Marketing-System selbst bei sich in-house aufzubauen. Also da sind dann fertige Vorlagen, Schablonen, Bausteine dabei, die Sie halt für sich direkt anwenden und nutzen können. Dann werden diese natürlich mit Ihren Inhalten, mit Ihrem Fachwissen etc. gefüllt. Dabei helfen wir Ihnen dann wieder, optimieren das mit Ihnen gemeinsam, begleiten Sie dabei, dass Sie es möglichst gut können. Dann sehen wir uns dreimal die Woche in kleinen Gruppen, in Videocalls. Dann gibt es einen Mitgliederbereich, wo Sie auch dann natürlich viel Trainingsmaterial haben, sich selbst weiterbilden. Dann sind wir im Chat, in Slack oder in Teams miteinander verbunden, wo Sie im Prinzip 24/7 dann mit unseren Media-Buyern, mit unseren Copywritern, mit unseren Creative-Leuten sich austauschen und begleitet werden. Ne? Und so gibt es eben diese festen Bausteine, die für uns dann sehr planbar, sehr skalierbar sind. Ja, verstehe. Und das ist dann ein sehr schönes Productized-Consulting. Ne? Und das ist natürlich am Ende, ja. Und das ist skalierbarer. Ja, genau. Verstanden, das wäre so umgelegt auf mich. Ich mache dir eine Cashflow-Planung, einen Forecast zu einem Fixpreis, Pauschalpreis. Und je effizienter ich in dem Ganzen bin, umso besser für mich. Ja. Aber auch gut für dich, weil du natürlich eine sehr gute Leistung kriegst. Genau, das ganz genau. Ja. Also damit, das ist halt auch ein riesengroßer Qualitätssicherungsfaktor. Das funktioniert immer dann. Solch ein Productized Service oder Productized Consulting funktioniert immer dann, wenn du dich auf eine ganz bestimmte Zielgruppe mit sehr eng abgegrenzten Engpässen oder Zielen, bei denen du eben hilfst, diese Engpässe zu lösen oder diese Ziele zu erreichen, dich darauf fokussierst. Ja, also der beste Productized Service, der hat genau eine Zielpersona, ein Problem und einen Lösungsweg. Ja, und den geht er. Und dann kannst du den auf Champions League Niveau spielen, exzellente Qualität abliefern, das Produkt, dann bist du wirklich in einer Art Produktentwicklung drin, das Produkt immer weiter optimieren. Also ich würde wirklich, und das bestätigen uns auch viele, sagen, dass in dem Bereich, in dem wir da jetzt unterwegs sind, also wirklich sehr speziell für B2B-Unternehmen im Tech, IT, Software, Consulting-Bereich, die eben ja, das Ziel haben, eine saubere, schlanke Full-Funnel-Marketing-Infrastruktur aufzubauen, um damit ihre Verkaufspipeline mit Verkaufsgelegenheiten zu füllen, mit Interessenten, die also schon Vertrauen, Beziehung, Nachfrage zu dir als Anbieter aufgebaut haben, dass wir so, wie wir das da machen, weltweit recht einzigartig das Ganze machen und auch auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Und das kannst du halt immer genau dann machen, wenn du natürlich permanent dieses eine Angebot, dieses eine Produkt weiter optimierst. Und immer besser in einem Bereich wirst, ansonsten bist du ein bisschen der Bauchladenverkäufer. Ganz genau, das musst du halt vermeiden. Ja. Bauchladen wollen wir nicht. Ja, na, verstehe ich total, weil ich eben auch aus dem Controlling komme und der Fokus ist primär Cashflow-Rechnung, Forecasten. Ganz genau. Muss man auch, gibt auch bestimmte Techniken, wie man das macht und das ist wichtig und gut. Mhm. Okay, um den Bogen wieder zu schließen, was macht man jetzt in solchen auch schwierigeren Situationen? Hast du gesagt, du brauchst mal einen Cashpool. Den muss man aufbauen, das ist das, was ich meinen Kunden immer sage. Ja. Ein Tipp kann sein, dreifache Monatskosten zum Beispiel oder x-faches der Monatskosten regelmäßig zur Verfügung zu haben und nicht auszugeben. Mhm. Du schaust regelmäßig darauf, hast du gesagt, du versuchst weiterhin profitabel zu sein. Genau. Wenn du jetzt in so einer Situation nach vorne schaust, hast du hier Tools, Techniken, die du anwendest? Du hast vorher schon zum Beispiel von der Cashflow-Rechnung oder Forecasting gesprochen. Wir machen das eigentlich relativ simpel. Nach Profit-First-System kennst du vielleicht, da machst du es so, dass alles, was an Umsatz reinkommt, davon werden sofort 30% auf ein komplett anderes Konto verschoben. Und das ist im Prinzip das Profitkonto. Mhm. Das wird nicht mehr angefasst. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch noch ein Steuerkonto, wo alles direkt draufläuft, was an Steuern dann anfallen wird für diesen Profit. Und der Rest, der übrig bleibt, damit kann dann weitergearbeitet werden. Ja, der bleibt sozusagen dort, wo dann Gehälter, Investitionen, sonstige Ausgaben mit getätigt werden. Ja, ist ein schlaues System. Ja, weil so drehst du das Ganze halt um. Mhm. So lebst du nicht aus dem Umsatz heraus und guckst, welcher Profit übrig bleibt, sondern so kommt der Umsatz rein. Der Profit geht direkt auf ein anderes Konto. Ciao. Und du arbeitest praktisch nur mit dem weiter, was übrig bleibt. Ja. Das ist der, ich sag mal, zumindest für mich als als Laie in deiner Profession simpelste Weg, um sich da halt selbst in die richtige Richtung sozusagen zu konditionieren. Ein pragmatischer Ansatz. Genau. Ja. Also ich mache es ja auch so, wenn ein Umsatz kommt, sagen wir 1.000 Euro, da sind ja 200 Euro Umsatzsteuer,
die gehen sofort mal weg, weil die haben eh nie die gehört, Durchlaufposten. Und dann wird Steuer weggelegt, entsprechend der Steuerklasse. Bei mir als Einzelunternehmer SVS auch noch weggelegt. Und die Profitabilität, das ist ein guter Punkt, das könnte man auch noch machen. Hast du dann aber irgendeine Art Tool, Excel, was auch immer, ja, oder es gibt ja auch diverse digitale Tools am Markt, wo du tatsächlich ganz bewusst forecastest auch und dir anschaust, im Juni mache ich so und so viel Umsatz und da werde ich die Kosten haben. Wir haben da ein sehr simples Excel. Wir wollen da jetzt demnächst auch eins dieser Tools einführen. Bislang machen wir es aber über ein sehr simples Excel. Ja. Mhm. Und funktioniert. Ja, bis jetzt würde ich sagen, genau, ja. Funktioniert. Und, geht garantiert noch besser, keine Frage. Ja, also natürlich komplexere Simulationen können wir da drin jetzt nicht so easy machen. Na, wenn wir jetzt sagen, alles klar, wir wollen jetzt vielleicht irgendwie 5 neue Leute einstellen und diese Investition tätigen und dann simulieren wir jetzt irgendwie, dass Kunde XY noch so lange bleibt und dann Kunde Z hinzukommt mit dem und dem Umsatz. Solche Simulationen können wir da drin jetzt natürlich noch nicht machen. Okay, ja. Aber ja, ich sage aber auch so kein Hexenwerk. Die simple Variante, ja. Das funktioniert. Ja, ich finde es auch eine wichtige Botschaft von dir in Wahrheit, dass, also wenn jemand darüber nachdenkt, eigentlich brauche ich das auch, ich weiß es ja, ich bin Betriebswirt, ich bin Unternehmer, ich muss meine Zahlen kennen, know your numbers, aber ich habe keine Lust drauf, legitim, ich kann es nicht, legitim, oder ich habe keine Zeit dafür, legitim, dann, es muss nicht schwierig sein. Es kann auch ein simples Tool sein, das reicht oft, so nach 80-20-Prinzip, man bekommt die größten Früchte schon ganz am Anfang, dann ist das meistens sehr ausreichend und ich mache es auch oft bei Kunden so, dass ich einfach mal ein simples Tool, das kostet ein paar Stunden im Monat, da geht es eher darum, dass die Datenqualität gut ist. Ja. Und wenn man es komplexer machen will, kann man es immer machen. Ja, klar. Ja, komplexer klar. Geht immer. Genau. Ja, gut. Okay, verstanden. Das heißt, du hast ein Tool, du hast einen Cashpool und du hast ein System, wie du auf dem Konto damit umgehst. Profit first, ja. Profit first. Hast du eine Einschätzung darüber, wie viel Geld du in 4 Monaten haben wirst? Du meinst also Cash auf dem Konto oder Umsatz? Verfügbares Geld. Cash auf dem Konto. Wirklich verfügbar. Ich könnte es mir relativ easy jetzt dann in unserem Excel ausrechnen, ja. Ja, okay. Ja, sehr gut. Ja. Das ist wichtig, ne? Das wissen, okay, wann habe ich wie viel, bin ich irgendwann mal unter der Nulllinie? Ja. Problem, ja? Ja. Und was kann ich tun, um dem vorzuschützen? Ja, genau. Dann natürlich noch weiterer Punkt, was man natürlich in solchen Zeiten dann auch, ja, wahrscheinlich mal in Angriff nehmen darf, ist, dass man irgendwie die Kreditlinie bei der Bank einmal irgendwie erhöht, plus auch noch vielleicht bei ein, zwei anderen Banken Konten eröffnet. Ne, um dort auch nochmal irgendwie zusätzlichen Spielraum zu haben, falls es mal unter Null geht. Sollte natürlich im Optimalfall nie passieren, aber ist halt ein ruhiges und weiches Kissen zum Schlafen. Ja. Man weiß, man kann auch mal auf mehreren Konten ein bisschen überziehen. Ja, schön gesagt. Man schläft dann besser. Genau. Ja. Allein nur das Wissen. Schon wichtig. Ja, genau. Weil das ist wieder die Grundspannung, das ist der psychologische Effekt. Du wirst es im Optimalfall nie brauchen. Aber allein nur dadurch, dass du weißt, dass du es tun könntest, bleibst du halt mehr in der Grundspannung. Und kannst dadurch natürlich auch einfach dein Business besser weiterbauen und mit rationalerer Herangehensweise die richtigeren Entscheidungen im Optimalfall treffen. Ja, weil du aus einer erleichterten Position heraus agierst und nicht im Stress. Und Das heißt, dass am Ende ist das eine psychologische Versicherung. Da einmal diese Bereitstellungspauschale da oder was, oder einmal im Jahr dann da Bereitstellung für die Kreditlinie, das ist einfach nur eine Versicherung für alles andere. Ja, man darf jetzt nicht nur das, was man zahlt, bewerten, sondern auch das, was man kriegt. Ne? Ganz genau. Ja, ganz also, genau. Ja. Man kriegt eigentlich, dadurch kriegst du schon was, obwohl du noch keinen einzigen Cent überhaupt verwendet hast. Ja, Ruhe. Ja, genau. Genau, ja. Ja, genau. Und Klarheit vielleicht auch. Ja. Klarheit, genau. Die kommt dann, die Second-Order-Konsequenz daraus. Ja, ja, genau. Ja. Ich sage, Leitspruch meines Unternehmens, ich möchte jetzt nicht so viel Werbung machen, aber Aufschwung durch Klarheit. Aufschwung durch Klarheit. Aufschwung kann ja alles sein. Also das muss jetzt nicht mehr Umsatz, mehr Geld, mehr was auch immer. Mhm. Es kann ja auch einfach sein, dass ich ein neues Produkt entwickle, wie auch immer. Und was brauche ich dafür? Und das fehlt eben vielen meiner Kunden oder war der Einsprungspunkt, Klarheit. Ja. Klarheit in finanziellen Belangen, Klarheit darüber, wo will ich hin, was ist eigentlich meine Mission und Vision, wie komme ich dahin, welche Ziele nehme ich mir vor, wie geht es dem Team, geht es den Leuten gut, was für eine Kultur habe ich, welche Werte verfolge ich, und daran gilt es regelmäßig zu arbeiten. Ja, 1000-prozentig. Ja. Wie gehst du mit solchen Themen um? Jetzt, wo du gerade zum Beispiel das Stichwort Team gegeben hast, ich habe dann auch, also wir setzen uns dann auch immer im gesamten Team sozusagen unser nächstes Etappenziel für unsere Firma hier. Wir haben jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Umsatzziel an Recurring Revenue. Ich
plane eigentlich nur in Recurring Revenue. Mhm. Alles andere, was on top dazu kommt, ist schön und gut. An Einmal-Revenue, so einmaligem Revenue für irgendwelche Setups oder sonst was. Aber das Wichtigste ist für mich der Recurring Revenue. Und da haben wir jetzt eben ein gemeinsames Ziel. Und dann habe ich auch komplett im gesamten Team ausgerufen, so Leute, wir marschieren jetzt alle gemeinsam auf dieses Ziel zu. Und wenn wir das Ziel erreicht haben, dann wollen wir auch alle was zu feiern haben und uns alle gemeinsam freuen. Und dann habe ich einen Bonus ausgerufen, den einfach jeder im Team kriegt, vom Praktikanten bis zum CEO, sozusagen den gleichen Bonus, der dann einfach an alle in dem Moment ausgeschüttet. Und so ist halt ganz schön, dass... Ein Geldbonus. Genau. Okay, so, ja. Dass dann alle auch jetzt dann irgendwie wissen. Natürlich ist es einfach, ist eine kleine Incentivierung, ist einfach ein bisschen Gamification mit reingebracht. So, ne? Kleines bisschen Gamification mit reingebracht. Und dann ist das natürlich auch im Team so ein bisschen so ein Running Gag. Hey, jetzt lass uns mal hier unseren Bonus gemeinsam besorgen. Und dann, wenn dann der Moment gekommen ist, wo wir das Ziel erreicht haben, dann freuen sich auch alle gemeinsam und wir können eine Party zusammen feiern. Ja, schön. Okay, das ist die Money-Incentivierung. Mhm. Was tut ihr im Team sonst noch? Macht Events gemeinsam, um den Spirit hochzuhalten? Mhm. Wie gehst du als Chef auch mit den Leuten um? Mhm. Gibt es Mitarbeitergespräche? Wie führst du dein Team? Was denkst du, ist da wichtig für dich? Wir sind so circa 2/3 des Teams in Wien hier vor Ort im Office und 1/3 des Teams ist fully remote. Mhm. Und deshalb treffen wir uns alle 3 Monate für eine gesamte Woche im Office meistens in Wien, sodass wir dann, wir nennen das halt unsere Workation, wo wir dann wirklich mit dem gesamten Team vor Ort eine Woche lang zusammen verbringen. Dann natürlich hier gemeinsam arbeiten, ein paar Sessions machen und dann natürlich auch abends irgendwie ja, zusammen einen drauf machen. Ja, schön klein gehen. Genau. Ja. Und das trägt natürlich immer sehr zum Teambuilding bei. Es ist wichtig, dass die Remote-Leute auch regelmäßig persönliche Zeit miteinander verbringen können. Und ja, ansonsten, was die Teamführung angeht, ist es mir sehr wichtig, eine sehr klare Mission und Vision zu zeichnen, die wir hier gemeinsam erfüllen wollen. Dass den Leuten allen klar ist, was ist unser Nordstern, was sind unsere Ziele, warum tun wir all das, was wir hier tun. Und im Sinne jetzt zum Beispiel der Feedback-Kultur ist es so, dass wir alle 2 Wochen, beziehungsweise mit den Mitarbeitern, die schon länger dabei sind, alle 4 Wochen, sogenanntes Start-Stop-Keep-Feedback machen, wo wir uns einfach gegenseitig ganz kurz in einer Viertelstunde One-on-One jeweils einen Start mitgeben, einen Stop und einen Keep. Was wünsche ich mir von dir in Zukunft, was du tun sollst? Mhm. Was wünsche ich mir, dass du stoppst, dass du in Zukunft nicht mehr tust? Und was schätze ich sehr an dir? Was sollst du dir keepen? Was sollst du dir beibehalten? Das einfach kurz und knackig und zwar in beide Richtungen. Also ich hole mir das von meinen Mitarbeitern, die Start-Stop-Keeps ab, damit ich eine bessere Führungskraft für sie sein kann und ich gebe es an meine Mitarbeiter, damit sie bessere Mitarbeiter sein können. Sehr schön. Das heißt, das ist nicht nur One-Way, sondern genau. Das ist Both-Ways. Ja, und das ist auch wirklich magisch, dass das in beide Richtungen passiert. So, dass ja, ich dann natürlich, ich will auch jeden Tag 1%, auch eine Devise hier bei uns, alle hier bei uns wollen jeden Tag 1% besser sein als gestern, in dem, was wir jeden Tag tun. Weil dann, das bräuchte ihr als Finanzprofi nicht zu erklären, dann compoundet das. Genau, Zinseffekt. Dann gibt es einen schönen Zinseszins. Ja. Man kennt sich aus, ja. Und wenn du so an die Kultur denkst, habt ihr bestimmte Werte definiert, die dir besonders am Herzen liegen, die du auch hineinträgst? Ja. Also man hört ja schon einiges raus jetzt, aber... Ja, also mir ist schon sehr wichtig, dass wir hier ein sehr hohes Exzellenzlevel fahren. Ja? Also der Wert der Exzellenz und der Performance, also der Leistungsorientierung, der ist schon sehr hoch hier. Das ist dann auch nicht für alle Leute was, hier bei uns zu arbeiten. Also wir haben auch ja, wirklich regelmäßig, ich sehe zum Beispiel die Probezeit, sehe ich als Teil des Recruiting-Prozesses. Deshalb kommt es auch häufig vor, dass Leute auch die Probezeit bei uns nicht überstehen. Gleichzeitig die sich mit diesen Werten identifizieren können und die bei uns bleiben und bei uns sind, die kriegen auch 120% Vertrauen von mir, die lieben ihren Job hier, deren Erfüllung ist das, was wir hier jeden Tag machen. Und so wie ich ihnen sowohl aus dem Herzen und aus dem Hirn, ich glaube, wer war das? Ich glaube, Klaus Hipp oder so hat mal gesagt, Mitarbeiterführung braucht ein starkes Herz, eine starke Hand und ein starkes Hirn. Und darauf committe ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber zu 120%, dass sie all das von mir jeden Tag möglichst gut bekommen. Genauso erwarte ich es von ihnen auch. Und ich muss sagen, jetzt die Teammitglieder, die bei uns hier im Team sind,
die bleiben dann auch lange. Und ja, von denen kann ich echt sagen, dass sie das auch so zurückgeben. Und das dann volles Vertrauen, ist, genau, volles und respektvoller Umgang. Und respektvoll, Integrität, ja, auch ein super wichtiger Wert hier. Also das, was ich, also die Konsistenz zwischen Wort und Tat, das, was ich ankündige zu tun, dass ich das auch wirklich tue. Ja. Deshalb arbeiten wir hier zum Beispiel auch nicht zeitorientiert, sondern ergebnisorientiert. Wir committen uns auf ein bestimmtes Ergebnis in exzellenter Qualität zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ob der Weg dahin zu diesem Ergebnis dann 5 Minuten dauert oder 50 Stunden, das ist mir egal. Auch hier wieder nicht, wir rechnen auch unseren Kunden gegenüber ja eben nicht in Zeit gegen Geld ab, sondern in Ergebnis. Und genauso mache ich es dann mit meinen Mitarbeitern auch. Und ja, dementsprechend können sie auch da natürlich sich selbst optimieren. Das heißt, wenn das Ergebnis auf exzellenter Qualität da ist, dann kann man auch sagen, okay, ciao. Ich bin dann jetzt mal irgendwie an der Donau. Kommt auch schon noch davon, welches Ergebnis man ihnen vorgibt, aber prinzipiell ein guter Anspruch, ja? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das muss schon ein bisschen die Waage halten, nicht? Natürlich, das ist aber auch noch ein wichtiger Punkt. Es ist im Prinzip so, dass wir sich selbst organisierende Teams haben. Das heißt, es ist gar nicht mal so stark so, dass ich ihnen oder meine Partnerin Paula ihnen Ergebnisse vorgeben, sondern es ist mehr so, dass die Teams, die in kleine Subteams hier bei uns organisiert sind, sogenannte Squads, das kommt so aus dem agilen Projektmanagement, ne, Scrum und so weiter, dass die auch sich selbst organisieren und auch einmal pro Woche sich selbst ihre eigenen Ziele setzen. Ah, schön. Ne? So, dass sie selbst. Aber schon auf Basis eines höheren Ziels nehme ich an, das dann wieder von euch kommt. Klar, natürlich. Also wir wollen natürlich, ne, auch mit unseren Kunden abgesprochen und so, dann natürlich bestimmte Ziele erreichen, ist logisch. Ja. Aber ich sag mal jetzt in der Mikrosicht, ist jetzt nicht so, dass ich unseren Mitarbeitern sage, okay, bis nächste Woche möchte ich gerne dieses Ergebnis von dir haben, sondern das organisieren die Teams sich halt selbst. Mhm. Und dementsprechend haben sie es auch natürlich in gewisser Weise, bis zu einem gewissen Grad, ist logisch, aber im Grunde erstmal selbst in der Hand, was wir in den nächsten 7 Tagen sozusagen erschaffen möchten. Mhm. Sehr schön. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt noch drüber nachdenkst, wir haben eingangs gesprochen auch von der Branche und du hast auch über Herausforderungen ja eh schon allgemein gesprochen, aber siehst du in der Branche, hauptsächlich Marketing hast du gesagt, noch andere Themen, die relevant sind für deine Zuseher? Also Herausforderungen meine ich? Es gibt noch einen Punkt, der auch wirklich ein sehr weiches Kissen in harten Zeiten ist. Und das ist das, was ich den eigenen Zielgruppenbesitz nenne. Marketing wird ja häufig so gemacht, dass wir unsere Zielgruppe oder den Zugang zu unserer Zielgruppe auf einer anderen Plattform einkaufen, die vorher schon diesen Zielgruppenbesitz aufgebaut hat und wir uns dann da dran zapfen können und wir dann zum Beispiel an Facebook oder an Google oder an LinkedIn Geld überweisen dafür, dass wir unserer Zielgruppe, die aber bei Ihnen auf der Plattform ist, zum Beispiel Werbung anzeigen dürfen und dann sozusagen deren Billboards nutzen dürfen, um unsere Zielgruppe von ihnen sozusagen zu uns zu führen. Mhm. Das ist so der Standardweg zum Beispiel im Performance-Marketing. Ne? Der schlauere Weg meiner Meinung nach ist es aber, diesen Zielgruppenbesitz, den die Plattformen dort schon für uns aufgebaut haben, wo ja unsere Zielgruppe sich rumtreibt, aber eben auf fremdem Grund, diese Zielgruppe erstmal zu uns auf den eigenen Grund zu führen, also eigenen Zielgruppenbesitz aufzubauen, in unserem CRM beispielsweise, in unserer E-Mail-Liste, in unserer Kontaktliste und von dort aus dann Marketing auf unserem eigenen Grund in unserer Zielgruppe zu machen. Also, konkretes Beispiel. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserem CRM, in unserer E-Mail-Liste, haben wir 20.000 Kontakte von Personen aus unserer Zielgruppe, die wir jetzt nicht einfach irgendwo eingekauft haben oder so, irgendwo eine E-Mail-Liste gekauft oder sowas, sondern 20.000 Personen, die sich bei uns aktiv eingetragen haben, die aktiv bei uns zum Beispiel ein Stück Content zu einem Thema angefordert haben, was für sie relevant ist. Nützlich, hilfreich, relevant. Das heißt, sie haben uns gesagt, hier ist mein Name, meine E-Mail-Adresse, meine Kontaktdaten, bitte schick mir Infos zu diesem Thema rüber. So, das sind jetzt Personen, die haben wir da bei uns in unserer E-Mail-Liste drin liegen, 20.000 Leute. Natürlich klopfen die jetzt noch nicht alle sofort morgen bei mir an und sagen, schönen guten Tag, Assauer, ich will jetzt gerne bei euch kaufen. Aber jetzt habe ich sie trotzdem bei mir auf meinem eigenen Grund. Ich bin nicht mehr abhängig von LinkedIn, von Google, von Facebook und so weiter. Sondern ich habe sie bei mir auf meinem eigenen Grund und kann jetzt auf meinem eigenen Grund Vertrauen, Beziehung und Nachfrage bei ihnen aufbauen, sodass dann einige von denen bei uns anklopfen. Beispielsweise, was ich dann auch gemacht habe, als ich jetzt
vor 2-3 Monaten gemerkt habe, irgendwie lässt die Nachfrage ein bisschen nach, einfach in die E-Mail-Liste hinein, die wir auf unserem eigenen Grund haben, in unseren eigenen Zielgruppenbesitz hinein, Einladungen verschickt zu einem Webinar, das ich dann veranstaltet habe. Also jetzt mache ich einmal im Monat, mache ich jetzt Webinare. Und das heißt, ich kann jetzt einfach in meinen eigenen Zielgruppenbesitz, ohne Abhängigkeit von LinkedIn und Co., kann ich jetzt Webinare veranstalten, die Leute zum Webinar einladen, dann tauchen da halt vielleicht 100, 200 Leute bei diesem Webinar auf, die meine Zielgruppe sind. Ich kann ihnen nützlichen, wertvollen Content geben und danach daraus dann super gut neue Kunden gewinnen. Und dieser eigene Zielgruppenbesitz, den aufgebaut zu haben, das ist einfach das wichtigste Asset jeder Firma, das ruhigste Kissen in jeder rauen Zeit. Ja, okay. Also zusammenfassend, raue Zeit, Zielgruppenbesitz, weiches Polster, Cash haben, genau. Auch ein super weiches Psychisch Polster. Psychisch in der Grundspannung bleiben, ja. So leicht das erstmal gesagt ist, ja. Aber es gibt halt Techniken, Methodiken, die es einem leichter machen, in der Grundspannung zu bleiben. Und auch, glaube ich, einfach der Wille, gewinnen zu wollen und Champions League zu spielen und auch die Champions League gewinnen zu wollen. Ha, die Exzellenz, da ist sie wieder. Genau. Ja. Ich füge noch hinzu, Klarheit. Klarheit, genau, ja, genau, ja. Den betriebswirtschaftlichen Thema. Ja, das ist mein Thema, muss ich machen, füge ich hinzu. Ja, das ist ja auch, also ist ja auch so, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also ich muss, selbst wenn der Wellengang hoch ist, muss ich ja mich hier auf meinen Kompass verlassen können. Richtig. Und wissen, dass ich zumindest in die richtige Richtung navigiere. Um dann wieder auf den weichen Kissen noch genau, besser zu schlafen. Um dann wieder in den ruhigeren Hafen einfahren zu können. Ja, sehr schön. Das haben wir jetzt schön geschlossen. Genau. Gut. Du, ich sag herzlichen Dank. Tausend Dank dir. Hast du noch eine Frage, irgendwie so offen aus deiner Sicht? Würde dich auch noch was interessieren? Nee, ich glaube, da hast du einmal ordentlich hier durchmanövriert. Ja, danke dir, dass du mir die Zeit genommen hast. Tausend Dank dir. Sag noch mal ganz kurz, wo man dich findet. Ja, also mein Name ist Christopher Wielach und die Firma heißt Uptrend, wieder Aufschwung auf Englisch. Und es ist uptrend.at. Verlinke ich alles drunter in der Beschreibung. Sehr gerne, selbiges. Und war wirklich toll, hat viel Spaß gemacht. Tausend Dank, Christopher. Dankeschön. Danke.